Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startube. Wir sind heute auf einer Messe zum Thema Werkstatt 4.0 und neben mir steht kein Marsmensch, sondern Mrs. Startube, Daniela. Hi. Hi. Was hast du denn da? Ja, das ist meine neue Brille. Die wird noch schöner, keine Angst. Die ist noch in der Entwicklungsphase, aber die ist der Space Shuttle unter den Brillen, quasi das iPhone 18 so ungefähr. Was kann sie? Und die kann, wenn du jetzt hier reinkommst, sehe ich, da ist Elmar, er fährt einen Fiat Panda und er muss bald einen Ölwechsel machen. Okay, also diese Brille erkennt mich als deinen Kunden, wenn ich zu dir in die Werkstatt reinmarschiere. Exakt. Okay. Und dein Auto. Okay, sie weiß auch, wann ich den nächsten Ölwechsel brauche. Exakt. Und sie weiß sogar, wie viel Öl da rein muss. Mann, und ist welches. Das eine schlaue Brille. Ja. Okay. Also, viele Dinge hier auf der Messe sind bestimmt noch Zukunftsmusik. Einiges ist auch wirklich schon in greifbarer Nähe und das zeigen wir euch jetzt mal. Wir sind hier bei Pace. Mit eurem System kann man auch ältere Autos jetzt zum Smart Car machen. Das hat nicht nur Vorteile für die Werkstatt, sondern auch für den Autofahrer. Man kann die günstigste Tankstelle in der Umgebung finden. Man kann auch den E-Coil nachrüsten. Aber entscheidend, was bringt es der freien Werkstatt? Ja, der freien Werkstatt bringt es eine ganze Menge. Und zwar, der Pacelink stellt ja die Verbindung zu den Daten des Autos her. Das heißt, die Werkstatt hat von unterwegs Zugriff auf die Daten des Autofahrers, also ihrer Kunden. Ich kann es auch hier einmal kurz zeigen. Man sieht dann im Dashboard, sieht die Werkstatt sozusagen alle Fahrzeuge, die sie mit Pace ausgestattet hat, ihrer Kunden. Sie sieht hier die VIN, was für ein Auto das ist, was der aktuelle Kilometerstand ist und ob da gerade Fehlercodes aufgetreten sind. Wenn ich jetzt hier den Knopf drücke sozusagen, dann würde der Autofahrer direkt auf seiner App einen Inspektionsreminder bekommen. Hier sehen wir jetzt das Handy von dem Autofahrer. Da sehen wir gerade, dass die Pace-App läuft. Das heißt, ich sehe hier unterwegs meine Performance-Daten. Jetzt drücke ich mal hier auf den Knopf für die Inspektion. Und dann bekommt der Autofahrer hier eine Push-Notification. Das heißt, einen Inspektionsreminder, kann man auch direkt einen Preis eingeben. Der Autofahrer muss dann hier nur noch auf Termin vereinbaren klicken und hat direkt die Werkstatt am Telefon. Das ist ja richtig praktisch. Ja, wir sind am Stand von Castrol Service. Michael Keller ist bei uns. Michael, ihr habt mit Castrol Service ein Co-Branding-Konzept entwickelt und ihr nehmt euch speziell den Herausforderungen der Zukunft an, die auf die freien Werkstätten zukommen. Eine dieser großen Herausforderungen ist natürlich der Wettbewerb mit den Vertragswerkstätten, mit den starken Marken. Was sind sonst noch Themen für Castrol Service? Also erstmal schönen guten Tag. Ja genau, wir konzentrieren uns auf die vier großen Herausforderungen. Die ersten hast du schon gesagt. Die zweite ist gerade das große Thema Neukundengewinnung, vor allen Dingen über Online-Kanäle. Das dritte Thema, der schwierige Arbeitsmarkt. Gerade heutzutage stellt es den meisten Werkstätten vor einer großen Herausforderung, gutes, qualifiziertes Personal zu finden. Da unterstützen wir. Und im vierten Punkt ist es der immer höher werdende Finanzierungsbedarf einer Werkstatt. Noch kurz ein Wort zum Co-Branding. Das heißt, wenn ich schon Konzeptpartner bin, Castrol Service steht mir trotzdem offen. Genau, das ist eigentlich die ideale Voraussetzung, dass mit seinen Konzeptbausteinen eine optimale Unterstützung für bereits bestehende Konzepte bietet. Michael, jetzt bin ich eine freie Werkstatt, interessiere mich für Castrol Service. Wie komme ich zu euch? Also eine ganz gute Frage. Letztendlich über den Verkaufsberater von unserem Stahlgruber-Team. Die Konzeption ist so konzipiert, dass es ein Alleinstellungsmerkmal für die komplette Stahlgruber-Organisation gibt. Wunderbar. Dankeschön. Ja, wir sind bei Alldata. Daniele, ohne OE-Daten geht in der freien Werkstatt heute gar nichts mehr. Aber bis man an diese Daten rankommt, das kann ziemlich Nerven kosten. Ihr habt eine super Lösung. Wie sieht die aus? Die sieht heute so aus, dass wir über eine Reparaturdatenbank verfügen, bei denen wir 22 verschiedene Fahrzeughersteller in einer Datenbank veröffentlichen. Das bedeutet für die Werkstatt, dass sie sich nur noch einmal registrieren muss und nicht bei allen verschiedenen Fahrzeugherstellern. Wie viele Autos sind jetzt konkret drin? Über 700 Modelle heute. Okay, und was ist jetzt der konkrete Vorteil für die freie Werkstatt? Der konkrete Vorteil ist, dass der Werkstatt einfach dieser Zeitaufwand erspart wird der Datenrecherche. Weil hier kann ich mich darauf konzentrieren und mich verlassen. Ich habe eine Datenbank, wo alle Daten drin sind und ich muss nicht auf dubiose andere Anbieter zurückgreifen oder aufs Internet, wo ich meine Daten nicht verifizieren kann. Hier bin ich mir sicher, hier habe ich OE. Das heißt, ihr könnt euch auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren, und zwar das Reparieren, und müsst nicht ewig suchen. So, und damit genug der Zukunftsmusik für heute. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, was Werkstatt 4.0 angeht. Ja, die nächste Sendung gibt es am 23. November von der Leistungsschau in Nürnberg. Ja, und wir sagen Dankeschön und bleibt immer mobil.